Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand wiederzusehen. Es ist schön, mal wieder eine Veranstaltung mit Publikum zu haben. Ich freue mich aber auch, dass diejenigen, die heute nicht im Saal bei uns sein können, die Gelegenheit haben, über einen Livestream an diesem Ereignis der Ausstellungseröffnung Stefan Rohloff, Zeitzeugnisse, Überlebende der Roten Kapelle sprechen, dabei sein zu können. Ich freue mich sehr, dass einige derjenigen, liebe Gräfin Brockdorf, die Stefan Roloff interviewt hat, heute Abend noch bei uns sein können. Ich freue mich sehr, dass Sie, liebe Frau Roloff, auch heute Abend bei uns dabei sein können und sehen können, was wir äh, als Aktivität im Zusammenhang mit der Roten Kapelle im 80. Jahr präsentieren können. Herr Senator Lederer, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Heute ein Grußwort zu dieser Ausstellung zu sprechen und darf an dieser Stelle an Sie übergeben. Bitte schön. Sehr geehrte Gräfin von Brockdorf, sehr geehrte Frau Bontjes van Beek. Die Terwils sollten eigentlich auch noch da sein. Ich hoffe, sie kommen vielleicht noch. Schade auch, dass Hans und Telecopy nicht da sein können gesundheitlich. Aber wir haben das im Augenblick ja an vielen Stellen zu spüren. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Sehr geehrter Herr Professor Tuche, sehr geehrter Herr Roloff, sehr geehrte Frau Roloff, lieber Stefan, ist mir eine besondere Freude heute hier zu sein. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir das ist jetzt bestimmt auch schon ein paar Jahre her, im Casino des Abgeordnetenhauses genau über das Thema der heutigen Ausstellung auch miteinander gesprochen haben, auch über die Ambivalenz. Da komme ich ja gleich nochmal drauf zurück und wahrscheinlich wirst du nachher auch darauf eingehen. Vor 80 Jahren wehrten sich Menschen hier in Berlin gegen die nationalsozialistische Diktatur. Sie taten das auf sehr, sehr vielfältige, auf fantasievolle Art und Weise und vor allem auf eine sehr mutige Art und Weise. Sie haben Flugblätter produziert, um Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Sie haben über nationalsozialistische Gewaltverbrechen informiert. Sie haben Verfolgte, Kriegsgefangene unterstützt. Und ja, sie waren auch bereit, Nachrichten zu sammeln und diese Nachrichten an die Sowjetunion weiterzugeben. Genau das, nämlich die Weitergabe von Nachrichten, führte letztlich die Spur, die Spur der Gestapo oder die Gestapo auf die Spur des Widerstandsnetzwerks der Roten Kapelle hier in Berlin. Die Gestapo hat mehr als 130 Menschen festgenommen. Die Liste der Toten, die Sie auch unten in der Ausstellung sehen können, umfasst weit mehr als 60 Namen. Was sehr, sehr kennzeichnend für das Widerstandsnetzwerk der Roten Kapelle ist, ist die weltanschauliche und soziale Pluralität. Und auch das steht genau im Mittelpunkt der Ausstellung, die wir hier heute eröffnen. Und ich freue mich sehr, dass einige der Familienangehörigen aus dem Kreis der Roten Kapelle heute hier auch unter uns sein können. Sie mussten erleben, dass die Rote Kapelle nach 1945 im Westen Deutschlands als kommunistische Spionageorganisation diffamiert wurde und im Osten Deutschland quasi spiegelbildlich auf ihre angebliche Funktion als Kundschafter für die Sowjetunion reduziert worden ist. Das Bild im Westen wurde in den 1950er Jahren maßgeblich vom Bundesnachrichtendienst geprägt. Das Bild im Osten Wurde seit den 1960er Jahren vom Ministerium für Staatssicherheit monopolisiert. Die Lebensrealitäten der Menschen, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben und sich zuallererst als Widerständige gegen dieses Regime begriffen und nicht unbedingt als Agenten oder Kundschafter, verschwanden hinter diesen Geschichtskonstruktionen ausgerechnet der Nachrichtendienste in Ost und West. Ehemalige Angehörige der Gestapo und des Reichskriegsgerichts dominierten im Westen Deutschlands den öffentlichen Diskurs über die Rote Kapelle. Die Publizistik reproduzierte oft nur eine nationalsozialistische Version des Geschehens von 1942. Und diese Diffamierungen zogen sich über Jahrzehnte hin. Darunter litten auch die Überlebenden und die Familienangehörigen. Es wurden ihnen Entschädigungen verweigert. Es wurden Lebensläufe und Karrieren beschädigt. Die Schwester einer vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilten Angehörigen der Roten Kapelle wollte 1971 mit Hilfe von Robert Kempner ein Strafverfahren gegen den Chefankläger der Roten Kapelle erzwingen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main stellte das Verfahren mit folgender Begründung ein. Ich zitiere. Selbst wenn die genannten Verurteilten nicht wegen Spionage, sondern wegen Hochverrats- und Feindbegünstigung verurteilt worden wären, so wäre diese nach dem damals geltenden Recht kein Missbrauch der gesetzlichen Bestimmungen gewesen, da diese Vorschriften in erster Linie die Todesstrafe androhten. Bei der Gruppe Schulze-Beusen handelte es sich zudem um einen sehr aktiven und zahlenmäßig, zahlenmäßig umfangreichen Spionage- und Widerstandsring. In den von ihnen verfassten Propagandaschriften wurden nicht nur die Reichsangehörigen, sondern auch die Fremdarbeiter zu Sabotageakten und zum gewaltsamen Widerstand aufgefordert. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass derartige Delikte, insbesondere Spionage in Kriege, von sämtlichen Staaten unseres Kulturkreises mit der Todesstrafe bedroht werden. Das klingt absurd, wenn man es heute hört. Die Juristin Hiska Bergander bewertete dies so. Zitat. Damit wurde gegen die, wurden die gegen die Rote Kapelle verhängten Todesurteile abermals für rechtens erklärt, überspitzt formuliert, sind sie Widerstandskämpfer, damit ein drittes Mal zum Tode verurteilt worden. 1971 könnte man ja jetzt sagen, das ist jetzt 50 Jahre her, aber es ist mir als Jurist durchaus unverständlich, warum der Deutsche Bundestag 1998 noch, nämlich beim Erlass des Gesetzes zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege, Urteile wie diese zum Beispiel dieses des Reichskriegsgerichts nicht mit einbezogen hat. Und ich habe es auch nicht verstanden, dass nach der Erweiterung von 2002 Urteile wegen sogenannten Kriegsverrats noch weiter rechtliche Geltung besaßen. So musste Hartmut Schulze Beusen, den Sie in einem der heute vorgestellten Videos sehen können, das Urteil gegen seinen Bruder Harrow aus dem Dezember 1942 noch im Jahr 2006 im Einzelverfahren durch die Staatsanwaltschaft Berlin aufheben lassen, nach über 50 Jahren. Was hat die Nachkriegsgesellschaft den Angehörigen und den Betroffenen eigentlich zugemutet? Erst im September 2009 hat dann der Bundestag pauschal alle Urteile wegen angeblichen Kriegsverrats aufgehoben. Wir erinnern uns an Ludwig Baumann und ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, damals intensive Debatten mit meinem Freund Jan Korte geführt zu haben, wie schwierig es selbst 2009 noch war, im Bundestag eine über alle Fraktionen hinweg übereinstimmende Allianz zu schmieden, um diesen Schritt endlich zu gehen. 2009. Heute wissen wir, dass die Rote Kapelle ein integraler Bestandteil des Widerstands gegen den Nationalsozialismus ist. Und dass sich diese historische Einsicht durchgesetzt hat und durchsetzen konnte, ist auch auf fast vier Jahre Aktivitäten dieser Einrichtung, nämlich der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, zurückzuführen. Trotz heftiger konservativer Kritik wurde die Rote Kapelle in den 1980er Jahren in die Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand aufgenommen. Ähm, wir können uns alle ungefähr vorstellen, nach dem, was wir vorhin gehört haben, auch an Zitaten der Rechtspflege, der bundesdeutschen Rechtspflege, wie die Debatten damals gelaufen sind. Es gab schon zu dieser Zeit Gespräche mit der Arbeitsstelle zur Geschichte der Schulze-Beusen-Harnack-Organisation. Das war sozusagen die Formulierung zur Roten Kapelle bei der Akademie der Wissenschaften der DDR, die damals auch begonnen haben, eine Neubewertung vorzunehmen. Das heißt also, dieses sehr, sehr holzschnittartige Zuschreibungsmuster der 1960er Jahre, einen differenzierteren Blick auf die Sozialstruktur, auf die Herkunft, auf die weltanschauliche und glaubensbezogene Vielfalt der Gruppe selbst zu bekommen. Und das ist damals auch im Austausch mit vielen Überlebenden des Widerstandsnetzwerks passiert. Etwas, was heute leider nicht mehr möglich ist. Wir wissen es alle: die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen fehlen. Sie fehlen in der Gedenkstätten und in der Erinnerungsarbeit. So ist das. Inzwischen ist das Bild der Roten Kapelle noch weiter differenziert worden. Die Arbeiten von Peter Steinbach und Johannes Tuchel hier am Haus, von Hans Koppi und auch deine Arbeiten, Stefan, äh, Arbeiten aus den Vereinigten Staaten von Sharine Brissac und äh, Anne Nelson, um nur einige zu nennen, zeigen dies nachdrücklich. Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, mit den unmittelbar Beteiligten, gehen eben nicht mehr. Sie fehlen uns. Doch wir können Ihnen in der Ausstellung, die wir heute eröffnen, zuhören. Stefan Roloff, selbst Sohn eines Angehörigen der Roten Kapelle, hat es in jahrelanger Arbeit geschafft, diesen Menschen zum Sprechen zu bringen. Als Künstler, als Filmemacher hat er seine vielfachen Erfahrungen in die Vermittlung des Geschehens einbringen können. Er nähert sich den Erzählenden, ohne sie zu bevormunden. Und es ist sehr, sehr gut, dass in den nächsten halben Jahr diese Zeitzeugnisse hier in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu hören sein werden, und dass es über den Katalog auch möglich sein wird, das hier zu hörende noch einmal komplett nachzulesen. Lieber Stefan, nach deinem Film und deinem Buch zur Roten Kapelle hast du, wie ich finde, hier noch mal einen wichtigen und auch einen nachwirkenden Beitrag zur Erinnerung an die Rote Kapelle vorgelegt. Vielen, vielen Dank dafür. Diese Zeitzeugnisse helfen uns, die Menschen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus in ihrer spezifischen Umgebung, die ja damals für uns, für heute, für, für heute in einer Demokratie lebende, kaum nachzuvollziehen ist, mit den moralischen Schwierigkeiten, mit den moralischen Dilemmata-Situationen, in äh, denen Sie äh, gesteckt haben, und uns damit an Sie zu erinnern. Allen meinen herzlichen Dank, die am Gelingen dieser Ausstellung mitgewirkt haben. Und jetzt hoffe ich, Corona hin oder her. Es ist ja zum Glück die gute Nachricht, dass in unseren Berliner Gedenkstätten die Zahlen der Besucherinnen und Besucher inzwischen fast wieder so sind, wie sie vor Corona waren, zum Teil sogar drüber. Und ich hoffe, dass das auch für das nächste halbe Jahr für diese Ausstellung so sein wird, dass viele Menschen die Chance nutzen, hierher zu kommen, sich zu informieren und zu lernen, gerade in der heutigen Zeit, historisch zu lernen. Herzlichen Dank. Danke, mein Lieber. Danke auch an Carola Stabe, die die Idee für diese Ausstellung hatte. Und ganz herzlichen Dank an Herrn Tuchel, der 25 Jahre überhaupt diese Arbeit, die ich dazu machen konnte oder durfte, unterstützt hat. Das ist sehr viel und ohne das wäre diese Ausstellung oder sehr viel, was hier auch heute präsentiert wird, nicht vorhanden. Vor allem aber. Muss man den Leuten danken, die in dieser Gruppe gearbeitet haben und dafür auch aus ganz unterschiedlichen sozialen und politischen oder religiösen oder wie man es nennen möchte, Hintergründen, Altersgruppen, auch 40 Prozent waren Frauen, äh, ein ganz großes Bild dieser Gesellschaft, die in Berlin lebte, geschaffen haben und die alle an einem Strang gezogen haben, nämlich dem Versuch, dass man seine Meinung frei äußern darf in einer Gesellschaft. Nun, äh, ich soll über die Ausstellung ein bisschen was sagen. Also, ich habe eine Installation entworfen, die äh, sich mit erstens den elf hier zu sehenden Zeitzeugen, Angehörigen oder auch äh, ja, Verwandten von Widerstandskämpfern äh, mit die, die etwas dazu zu sagen hatten, äh, porträtiert. Und ähm, das äh, war die Frage wie präsentiert man die? Wie kann man äh, also was, wie kann man diesen Hintergrund visuell gestalten? Das erste, was mir dazu einfiel, war ich habe einmal eine tapete freigelegt versehentlich aus den 20er Jahren. Und es war erstaunlich, was für eine ja, Lebensfreude, möchte ich jetzt mal sagen, oder auch was für eine Fantasie in dieser Tapete mit Fantasievögeln und anderem steckte. Und irgendwie wurde die für mich so ein klein bisschen zu einem Symbol einer Zeit, die vor dem Nazireich gelegen hat, einer immens freien Zeit die plötzlich unterbrochen wurde aus Gründen, die man sich schwer erklären kann. Wie, wenn Menschen so agieren konnten und durften, man äh, plötzlich, also man sieht es ja heute auch, es bröckelt und es ist kompliziert, äh, wie immer wieder daran gearbeitet wird, eine Freiheit, die unter einer Gesellschaft existieren kann, zu unterbrechen. Und aus diesem Grund war für mich einmal... Äh, absurd, wie es klingen mag, dieses Tapetenmuster, etwas, was mir, was bedeutete darin, es gab ja auch einen Überlebenden der Roten Kapelle, der ein Buch geschrieben hat, Werner Kraus, und in dem hat er der Gruppe einen, ja, interessanten Namen gegeben, nämlich einerseits die Katakombengesellschaft, andererseits aber den Bund der unentwegten Lebensfreude. Das es Leute waren, die eigentlich an ihrem Leben einen gewissen, positiven Aspekt sehen wollten und nicht sich immer nur von negativen äh, Dingen bevormunden lassen wollten. Aus diesem Grund habe ich äh, dort unten, wie Sie dann sehen werden, einzelne, individuell unterschiedliche kleine Zimmer geschaffen, die von diesen Tapeten, äh, also äh, damit äh, tapeziert sind natürlich. Und äh, das andere, aber vielleicht wesentlichere Element, was ich auf die Arbeit an der Roten Kapelle, aber auch auf die Arbeit der Roten Kapelle selbst, der sogenannten Roten Kapelle, wie wir wissen, äh, bezieht, ist, dass es eigentlich eine Baustelle ist und immer eine Baustelle war. Äh, diese Leute haben an etwas gearbeitet, was nie aufgehört hat, bis endlich irgendwann mal das Nazireich auch vorbei war. Das war eine sehr lange, sehr gefährliche, intensive Arbeit, aber es war eine Baustelle. Es war nie fertig. Es wurde nie komplett richtig fertig in dieser Form. Äh, auch meine eigene Arbeit hieran, und das war das, was du gerade auch erwähnt hast, ähm, diese Problematik, wie lange es gebraucht hat in der Gesellschaft, bis Leute überhaupt begriffen haben, was diese Gruppe war oder ist dass das auch für mich, also ich habe zum Beispiel angefangen, als mein Vater starb, davor ihn zu porträtieren, medial, in einem Film. Ich habe erstmal Filmaufnahmen von ihm gemacht. Und dann äh, habe ich versucht, dieses als einen Dokumentarfilm zu realisieren. Und überall wurde mir gesagt, das ist doch schon lange gemacht worden. Ja, was gemacht worden war, waren andere Filme, die noch die Sicht der Gestapo und auch der äh, Nazis im Grunde zu, also dass das eine Spionagegruppe war, äh, zu verbreiten. Solche Filme gab es. Es gab aber keinen Film, in dem die echte Geschichte dieser Gruppe äh, zu sehen war und es war es auch erstaunlich, dass das ähm, meine Arbeit daran in den späten 90er Jahren begonnen hat. Und ich in dieser Zeit immer noch sowas gehört habe, überall. Das war eine weitere Baustelle. Natürlich war es dann auch so, dass ich mich darum bemüht habe, dass ein klein bisschen nicht nur über den Film, den Film habe ich am Ende realisiert bekommen. Interessanterweise nicht wegen des Themas, sondern wegen eines formalen Aspekts, den ich geschaffen habe. Ich habe eine Animationstechnik entwickelt. In der ich die Szenen, die, also ich wollte keine Reenactments machen, wo Schauspieler Szenen spielen, die in dieser, die also von Menschen realisiert waren, wie Flugblattaktionen und anderes nicht dokumentierbares Material. Das empfinde ich als Kitsch, wenn jemand was erzählt und jemand anders spielt das dann habe ich also eine Technik entwickelt, die, in dem die in Animationen dargestellt wurden, nur um das zu vermeiden. Und weil das interessant gefunden wurde, wurde mir plötzlich eine Förderung für das Filmprojekt gegeben. Also es war eigentlich absurd und hatte gar nichts damit zu tun. Und ähm, natürlich habe ich mich auch in New York darum bemüht, die, äh, dieses, äh, ja, diese als eine sowjetische Spionagegruppe, missverstandene Widerstandsgruppe in das Holocaust Memorial in Washington eingliedern zu lassen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit war, denn das ist eine amerikanische Bundeseinrichtung und äh, da eine kommunistische Spionagegruppe drin unterzubringen, war eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wir haben es geschafft. Wir haben etwa 20 Jahre lang daran gearbeitet. Eine weitere Baustelle, eine kleine. Und, äh, und das Gute ist, dass es endlich dann auch dort, also mit Hilfe von Freunden, das kann man alles in diesem äh, Katalog nachlesen, meine eigene Entwicklung und meinen Gang durch diese ganzen Dinge, kann man das nachlesen aufgrund solcher dinge auch im moment sind wir dabei einen spielfilm vorzubereiten da wird auch immer wieder gesagt wir haben schon holocaust themen es ist hochinteressant. interessant es ist immer wieder dass es nicht wirklich verstanden wird egal was es ist wer diese gruppe war und wer sie sind aus diesem grund habe ich das zweite element dort in der ausstellung unten geschaffen nämlich eine baustelle wo hoffentlich besucher reingehen und sagen wie das ist doch überhaupt nicht fertig gebaut, das ist doch da hinten nur so zusammengenagelt. Wenn jemand sowas sagen sollte, würde ich mich freuen, weil das stimmt. Das ist genau nicht nur in der, in der Realisierung dieser Ausstellung, sondern auch in der Tatsache dessen, wie diese Gruppe gesehen, behandelt und immer noch bis heute oft missverstanden wird. Abschließend dazu möchte ich noch sagen, dass es natürlich aufgrund dieser Diversität die Gruppe hatte, eine Repräsentanz, eine gute Diagonale durch die deutsche Gesellschaft war und damit eigentlich ein Bild der Gesamtgesellschaft, die tatsächlich Widerstand geleistet hat oder leisten konnte und durfte, darstellt. Durfte nicht aus Sicht der Nazis, aber durfte aus der Sicht der Menschen, die sich dazu entschieden haben. Und äh, wir werden ja nachher runtergehen. Wenn jemand von Ihnen noch Fragen hat, stehe ich gerne zur Verfügung. Diese Rede, möchte ich kurz sagen, war völlig unvorbereitet. Ich hoffe, sie hat einen Sinn ergeben. Und äh, ich danke Ihnen für das Zuhören. Ja? Lieber Herr Roloff, schön, wenn man es unvorbereitet macht. Schön, wenn man es dann so seine Inhalte rüberbringen kann. Ich möchte Ihnen zuallererst für die gute Zusammenarbeit bei der Herstellung dieser Ausstellung danken und es wird niemand denken, dass er etwas gebastelt worden oder ähnliches, sondern es ist nur etwas, das tatsächlich der Baustellencharakter wirklich gut zum Vorschein kommt. Ich habe vorhin schon gesagt, Liebe Frau von Brockdorff, liebe Frau Roloff, liebe Frau van Beek, dass ich mich sehr freue, dass Sie heute mit dabei sind. Sie hatten erwähnt, Hans Koppi kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein. Meine Rede wäre sonst eine Hommage an ihn zum Teil geworden. So werde ich mich mehr dann auf Fakten beschränken. Die Rote Kapelle im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist das Thema. Wir befassen uns heute mit Ereignissen, die 80 Jahre zurückliegen und die uns dennoch immer wieder berühren. Wir sprechen von Widerstandsaktionen unter den Bedingungen des Zweiten Weltkrieges. Wir sprechen von mutigen Männern und Frauen, die etwas gegen die nationalsozialistische Diktatur unternahmen. Und es mag auf den ersten Blick verblüffen, aber es gab keine andere Widerstandsgruppe außer die des Umsturzversuchs vom 20. Juli 1944, die... Von den Nationalsozialisten und vor allen Dingen von der nationalsozialistischen Führung so hasserfüllt betrachtet worden ist. Am 16. November 1942 notierte auf dem Obersalzberg, da wo Hitler seine Zeit verbrachte, sein Heeresadjutant Gerhard Engel, ich zitiere, eine grausige, düstere Stimmung. Der Führer hatte lange Besprechung mit Himmler und dann ist die Atmosphäre immer entsprechend. Die eigenen Leute machten ihm das Leben sauer. Er wisse sehr wohl, was in der Heimat vor sich ginge. Seine Gegner würden stärker, je länger der Krieg dauere. Dort seien Gruppen tätig, die ihn und sein Werk zu zerstören. Er wisse auch, dass man ihm nach dem Leben trachte. Bisher habe es aber auch eher seinen Häschern sauer gemacht. Das Traurige sei, dass dies nicht etwa fanatische Kommunisten seien, sondern in erster Linie Intelligenz, sogenannte Priester und auch hohe Offiziere man solle ihn nicht unterschätzen er wisse mehr als manche vielleicht ahnten Zitat Ende. hitler bezog sich dabei ganz konkret auf das berliner widerstandsnetzwerk der roten kapelle über das ihn sein oberster polizeichef wieder einmal informiert hatte hier waren das spürte der diktator genau nicht kommunisten oder sozialdemokraten alter prägung am werk die schon in der Weimarer Republik dem Aufstieg der Nationalsozialisten versucht hatten, etwas entgegenzusetzen. Hier hatte sich an einer Stelle Widerstand formiert, mit dem die oberste Führung des Reiches nicht gerechnet hatte. Es waren, und damit verriet der Diktator sich selbst, die eigenen Leute. Die eigenen Leute, die sich jetzt gegen die Diktatur wandten, sie. So dachte Hitler, hätten doch in der nationalsozialistischen sogenannten Volksgemeinschaft integriert sein müssen. Sie hatten doch scheinbar alle vom System profitiert. Warum leisteten die Widerstand? Die eigenen Leute, also hohe Ministerialbeamte wie Arvid Harnack, Offiziere wie Oberleutnant Harro Schulze-Beusen oder Oberst Erwin Geertz, Schriftsteller und intellektuelle junge Männer und Frauen, die den Nationalsozialismus eigentlich vereinnahmt zu haben glaubte, Sie hatten sich zu einer konsequenten Opposition zusammengefunden. Sie wollten Gegenöffentlichkeit schaffen, sich der nationalsozialistischen Propaganda widersetzen und das deutsche Volk über Krieg und Gewaltverbrechen informieren. Adolf Hitler hasste die Angehörigen dieses Widerstandsnetzwerkes derart, dass er für sie im Dezember 1942 die Errichtung des Galgens im Strafgefängnis Plötzensee befahl, an dem immer acht Personen zur selben Zeit erhängt werden sollten. Sie sollten nicht mehr den scheinbar ehrvollen Tod durch das Fallbeisterben, sondern fast mittelalterlich den ehrlosen Tod durch den Galgen sterben. Und hier wurden dann am 22. Dezember 1942 erstmals im nationalsozialistischen Deutschland überhaupt. Todesurteile gegen die ersten Angehörigen der Roten Kapelle durch Erhängen vollstreckt. Und auch, wenn man später gesagt hat, Hitler hat doch nichts damit zu tun gehabt, er hat sich doch um die Bekämpfung des Widerstandes nicht gekümmert. Am 21. Juli 1943 setzte Hitler dann seine eigenhändige Unterschrift unter die Ablehnung von 17 vom Reichskriegsgericht im Komplex Rote Kapelle zum Tode Verurteilten. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht zeichnete gegen. Das große Reichssiegel wurde eingedrückt, ein Dokument, das Sie hier bei uns auch in der Ausstellung sehen können. Hitler hatte 17 Gnadengesuche abgelehnt. Aber etwa in den Fällen von Kato Bonches van Beek und Liane Berkowitz, zu diesem Zeitpunkt noch keine 20 Jahre alt, hatte sogar das Reichskriegsgericht eine Begnadigung empfohlen. Hitler setzte sich darüber hinweg und befahl die Vollstreckung der Urteile. Noch einmal: Wir haben neben dem 20. Juli 1944 keinen Widerstandszusammenhang außer dem der Roten Kapelle, der von den Nationalsozialisten und von Hitler selbst mit derartig blindwütigem Hass verfolgt wurde. Es waren eben die eigenen Leute gewesen. Heute Nutzen wir den Begriff Rote Kapelle? Er hat einen Bedeutungswandel durchlaufen. Erstmals wurde dieser Begriff in der Tat von der Abwehrstelle Belgien des Amtes Ausland Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht im Dezember 1941 geprägt, und der Ursprung der Bezeichnung lässt sich daher leicht deuten. Rot stand natürlich für kommunistisch. Eine Gruppe von Funkern waren Pianisten und mehrere Pianisten bildeten eine Kapelle. Es ist für uns immer schön zu sehen, wenn dann manchmal jetzt im Englischen noch die schöne Übersetzung von Red Chapel statt Red Orchestra äh, erscheint. Das zeigte dann einen umfassenden Sachverstand. Aber die festgefügte und straffe Organisation, die die Gestapo meinte zu finden, es war tatsächlich eine Konstruktion der geheimen Staatspolizei, die sich in einem zusammenfassenden Bericht von über 100 Seiten, der dann an jeden, fast jeden hohen nationalsozialistischen Führer ging, das las sich über weite Strecken eher als ein prahlerisches Selbstlot der Gestapo. Und sie stellte das unter den Titel Zitat, bolschewistische Hoch- und Landesverratsorganisation im Reich und in Westeuropa, Rote Kapelle, Zitat Ende. Und sie fasste darunter ganz unterschiedliche Gruppen, nicht nur regionaler Art und Einzelpersonen, sondern eben alles, was sie im Jahre 1942 im Zusammenhang mit nachrichtendienstlichen Aktivitäten finden konnten. Und die Konstruktion einer einheitlichen, ganz Westeuropa umfassenden Spionageorganisation. Und das ermöglichte dann den Verfolgungsbehörden, ihren eigenen Erfolg herauszustreichen. Da haben sie, wenn Sie so wollen, die Geburtsstunde der Roten Kapelle. Als eine Gestapo-Konstruktion. Sie haben darauf hingewiesen, dass früher vielfach Begriffe wie Widerstandsgruppe Schulze-Beusen-Harnack, Schulze-Beusen-Harnack-Organisation, manchmal auch mit dem Zusatz Rote Kapelle genutzt wurde. Die Konzentration auf diese beiden führenden Köpfe aber ist meiner Ansicht nach schon seit langen Jahren eine Verkürzung der pluralen und diversen Struktur dieses Berliner Widerstandsnetzwerkes. Und auch wenn wir heute gefragt werden, ihr nutzt doch den Gestapo-Begriff dafür ist meine Antwort. Es waren die Überlebenden. Es waren Überlebende wie Greta Kuckhoff, Elfriede Paul oder der Historiker Heinrich Scheel, die gesagt haben, die Gestapo hat uns so bezeichnet und wir tragen das heute als Ehrenname, so wie das im Abwehrkampf gegen die Spanier in den Niederlanden die Geusen getan haben. Wir nehmen den Begriff der Unterdrücker und wir formieren ihn zu unserem eigenen Begriff des Widerstands. Diese Berliner Widerstandszusammenhänge, man kann nur sagen, ein derartig informeller Widerstandszusammenschluss war der Gestapo komplett fremd. Das kannten sie nicht. Auch nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion waren ihr nur straff hierarchisch durchorganisierte kommunistische Widerstandsgruppen bekannt. Und da musste man natürlich auch dann sein eigenes Bild der Verfolger dann entsprechend draufsetzen. Aber. Das Berliner Widerstandsnetzwerk unterschied sich nicht nur soziologisch, sondern auch auf der weltanschaulich ideologischen Ebene grundsätzlich von anderen kommunistischen Organisationen des Widerstandes der Kriegszeit, etwa in Hamburg, im Ruhrgebiet oder auch in Berlin. Es ist schlicht und einfach so, das muss man auch benennen. Es gibt keine Gruppe des deutschen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, die einen so hohen Anteil an Frauen gehabt hat und die einen so hohen Anteil an jungen Menschen und auch an jungen Paaren vor allen Dingen auch gehabt hat. Widerstandsgeschichtlich reichen die Wurzeln der Berliner Roten Kapelle weit in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg zurück. 1932 33 haben sie eine Traditionslinie die sich an dem Wissenschaftler später Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium Avid Harnack orientierte der sich mit seiner Frau Mildred Harnack zusammen vor allen Dingen in den 30er Jahren der Schulungsarbeit widmete Harnack kam über einen auf Goethe gegründeten Humanismus auf der einen Seite und über eine am historisch materialistischen Denken geschulte planwirtschaftliche Überzeugung auf der anderen Seite zur Gegens Gegnerschaft gegenüber dem Nationalsozialismus. Wir können es uns heute kaum vorstellen, aber tatsächlich hat der mit seinen Leuten in den frühen 30er Jahren oftmals einfach politische Ökonomie gemacht. Die hatten keine Ahnung, man durfte es nicht mehr machen. Und so brachte Harnack ihnen die Grundbegriffe der politischen Ökonomie und der Planwirtschaft nahe. Und daraus erwuchs dann, ebenso wie bei anderen Gruppen, der Wunsch, etwa gegen, etwas gegen das äh, System zu unternehmen. Mildred Harnack lehrte am Berliner Abendgymnasium. Hier kamen dann etwa Menschen wie Karl Behrens und Bodo Schlösinger mit ihren Frauen, Kläre Behrens und Rose Schlösinger, zu dem Kreis um Harnack. Wir dürfen uns das nicht als riesige Gruppen vorstellen, sondern das waren kleine Zusammenhänge. Da trafen sich mal vier Leute, da trafen sich mal sechs Leute, man tarnte es mal als Familienausflug. Von dieser Gruppe haben wir sehr schöne viele Fotos, die die Gruppe im Freien zeigen, weil sie sich auch zu konspirativen Treffen auf der Mole bei Marquardt trafen oder bei Lieb, oder auf dem DARS, immer, Sie haben es vorhin angedeutet, wie war der Begriff von Werner Kraus, die Schönheit, die dann auch in dieser Vitalität der Gruppe deutlich war, das waren keine Märtyrer, das waren Menschen, die wollten leben, das waren Menschen, die wollten etwas verändern. Harro Schulze-Beusen war ein Großneffe des Admirals Alfred von Tirpitz, der hier vorne am Bändlerblock im vorderen Teil des Gebäudes sein Büro hatte, 1913, Schulze-Beusen organisierte sich Ende der 1920er Jahre im Jungdeutschen Orden, auch etwas, was uns heute völlig fremd ist, einer nationalliberal-konservativen Vereinigung, die im Prinzip eine Vereinigung aller politischen Richtungen von links bis rechts wollte, um den Parlamentarismus zu überwinden. Er gab eine Zeitschrift heraus, die den programmatischen Titel Der Gegner hatte. Die wurde natürlich auch von den Nationalsozialisten verboten. Und äh, Harro Schulze-Beusen wurde festgenommen, gemeinsam mit seinem Freund Henry Erlanger hier in Berlin in einen Prügelkeller der SA verschleppt. Henry Erlanger wurde von der SA ermordet. Harro Schulze-Beusens Mutter schaffte es über ihre Bekanntschaft mit dem Berliner Polizeipräsidenten, sowas gab es damals auch, ihn aus dem Folterkeller herauszuholen, aber sein Freund war tot. Was macht man jetzt in der Situation eines jungen Journalisten, der ein abgebrochenes Jurastudium hat? Es blieb für ihn nur ein Weg, der uns heute auch merkwürdig erscheint. Er beschloss, in die Reichswehr, genauer gesagt, zur Luftwaffe zu gehen, weil man zu diesem Zeitpunkt dachte, das ist die Institution, die noch am wenigsten nationalsozialistisch verseucht ist. Irrtum, das wissen wir heute. Aber es war für ihn eine Möglichkeit, erst einmal unterzutauchen und mit dem Stigma des nationalsozialistischen Verdachtes dann entsprechend das nicht mehr zu haben. 1936 heiratete er Libertas Schulze-Beusen. Äh, auch aus guten Verhältnissen kommen. Sie lebten dann hier in Charlottenburg, hatten einen ausgedehnten Freundeskreis. Und auch wie bei Harnacks, nur in etwas anderer Form, wurde aus diesem Freundeskreis dann später ein Diskussionskreis und aus dem Diskussionskreis ein Widerstandskreis. Das war nicht immer festgefügt. Es waren Gesprächsrunden. Es war eine Entwicklung. Schulze-Beusen brachte etwa ausländische Zeitungen mit. Sie ermöglichten einen aus dem KZ entflohenen Häftling Rudolf Bergtel, dass er ins Ausland fliehen konnte. Es wurden die ersten Flugblätter geschrieben. Und im Sommer 1939 finden Sie dann eine engere Zusammenarbeit zwischen Harnack und Schulze-Beusen über die Frauen vermittelt. 1939. Nach den Irritationen über den Deutsch-Sowjetischen Nichtangriffspakt vom August 1939 mussten sich nicht nur die kommunistischen Widerstandsgruppen in Deutschland neu orientieren. Auch die Freundeskreise um Hanok und Schulze Beusen diskutierten darüber. Es bestand, so Greta Kukow, ich zitiere, es bestand die Besorgnis, dass dieser Vertrag die Menschen irritieren wird, dass sehr viele Antifaschisten abspringen werden, weil gewisse Symptome zeigen, dass die Sowjetunion tatsächlich den Vertrag ernst nehme und damit den Nationalsozialismus stärke. Zitat Ende. Arvid Harnack, so Greta Kukow, ging davon aus, dass der Krieg von unserer Seite so eindeutig vorbereitet wird, dass man kaum annehmen dürfe, dass die Sowjetunion, die ja über ein gutes Informationssystem verfüge, darüber nicht orientiert sei. Greta Kukow, aber da fängt ja die Tragik an. Zur selben Zeit, 1940, stieß dann eine Gruppe von Schülern der Berliner Schulfarm Scharfenberg zum Kreis um Schulze-Beusen. Etwa Hans und Hilde Koppi, Hans und Ina Lautenschläger, Heinrich Scheel gehörte dazu. Ich kann nicht alle Namen aufzählen. 30 Biografien finden Sie unten auch in der Dokumentation dazu. Insgesamt haben Sie in dem Berliner Netzwerk mehr als 150 Gegnerinnen und Gegner des Nationalsozialismus. 130, die Zahl wurde vorhin schon genannt, sind von den Nationalsozialismus festgenommen worden. 60 mussten dafür mit dem Leben bezahlen. Studenten, Künstler, Publizisten, Verwaltungsbeamte, viele Frauen unter ihnen. Und die Formen des Kampfes gegen den Nationalsozialismus dieser Gruppe waren vielfältig. Sie wandten sich an die Öffentlichkeit, sie stellten Flugblätter her, sie verbreiteten Klebezettel. Und die meisten Legenden, es ist in beiden Vorrednern angesprochen worden, sind ja in der Tat über diese Verknüpfung der Roten Kapelle mit den Funksprüchen in die Sowjetunion verbunden. Ich mache es übrigens auf die Kurzform. Humbug. So, Harnack und schulze beusen hatten 1940-41 Kontakte zu Vertretern der amerikanischen Botschaft hier in Berlin und zu Vertretern der sowjetischen Botschaft in Berlin. Harnack lernte hier Alexander Korotkow kennen, der unter einem anderen Namen, wie es damals üblich war in Berlin, als Botschaftssekretär war und Harnack informierte den 1941 über Luftaufnahmen über sowjetischem Territorium im März 1941. Das hatte er von Schulze-Boysen erfahren und Ende März 1941 fand dann ein erstes Treffen zwischen Korotkow, Schulze-Boysen und Harnack statt unter konspirativen Überlegungen. Interessant die sowjetische Seite sah das alles nur unter nachrichtendienstlichen Gesichtspunkten. Die wollten in dem Moment am liebsten, dass Harnack und Schulze-Beusen sich nur noch der Spionagearbeit widmen sollten, nur noch dem nachrichtendienstlichen Aspekt, keine Gegenöffentlichkeit mehr, keine Schulungskurse, nichts, was die nachrichtendienstliche Arbeit hätte in Gefahr bringen können. Aber. Schulze-Boysen berichtete im Mai 1941 dann Korotkov, dass der deutsche Angriff auf die Sowjetunion unmittelbar bevorstehen würde. Der Botschafter Dekanossow gab die Mitteilung nach Moskau weiter. Beria und Stalin, Beria der sowjetische Innenminister, Stalin, die glaubten diesen Warnungen nicht. Und noch am 21. Juni 1941 kritisierte Beria die Warnungen aus Berlin scharf und schrieb an Stalin: Zitat. Aber ich und meine Leute, Josef Wissarjonovic, erinnern uns gut an ihre weise Voraussage: 1941 wird uns Hitler nicht angreifen. Zitat Ende. Einen Tag später, nach dieser Notiz Stalins, begann der deutsche Überfall. Um bei dem bevorstehenden Angriff jetzt nicht von der sowjetischen Seite abgeschnitten zu sein, drängte Schulze Beusen auf eine direkte Funkverbindung nach Moskau. Er und Harnack und andere erhielten dann einen Funkschlüssel, ein paar tausend Reichsmark. Die Gruppe erhielt auch Funkgeräte. Interessanterweise waren beide Geräte nach kürzester Zeit defekt. Warum das so war, gibt es unterschiedliche Dinge. Mal heißt es, Greta Kukow konnte den einen Koffer nicht tragen, weil er zu schwer war. Sie stellte ihn ab, die Röhren waren kaputt. Sie hat das immer bestritten. Aber deutlich ist, es wurde aus Berlin nichts gesendet, nichts gefunkt was dann später in dem Film K.L.K. K. PTX so wunderbar kommt, in der DDR gemacht worden war. Funkverkehr von Booten auf dem Wannsee, Klammer auf, wo sollte eigentlich der Strom herkommen, Klammer zu. Alles reine Erfindung, nichts anderes. Das heißt, am 21. Juni 1941 gab es einen einzigen Funkspruch aus Berlin nach Moskau, den wir schon, äh, Hans Koppi vor 30 Jahren aus sowjetischen Archiven herausholt hat. Und der hat den spannenden Text. Tausend Grüße allen Freunden. Zitat Ende. Es ist der einzige Funkspruch der Roten Kapelle, der jemals aus Berlin gesendet worden ist. Äh, in der Tat war es dann aber so: Die Gruppe konnte keine Nachrichten mehr absetzen. Es war dann so, dass der sowjetische militärische Nachrichtendienst im Oktober 1941 einen Agenten aus Brüssel nach Berlin schickte. Dem waren vorher per Funkspruch Anschriften, Teile von Angehörigen der Berliner Roten Kapelle mitgeteilt worden. Eine grobe Verletzung der Konspiration, man kann es gar nicht anders sagen. Und so äh, war es dann, dass Mitte 1942 eben hier auch in Berlin die Gruppe aufgedeckt wurde. Das heißt, die Legende von den erfolgreichen Funkern der Roten Kapelle, die in Ost und West beiderseits eben sehr positiv ausgeschmückt wurde, lässt sich in der Realität nicht halten. Es ist ein Besuch aus Brüssel im Oktober 1941. Die Bereitschaft, Nachrichten weiterzugeben, war vorhanden und sie war legitim. Ein von Deutschland angegriffener Staat musste gewarnt werden. Punkt. Man wollte aber im Spätsommer 1941, als die Funkversuche erfolglos blieben, nicht untätig bleiben. Man wollte nicht aufgeben. Die Schulungskurse wurden fortgesetzt, teilweise intensiviert. Einige Mitglieder der Gruppe halfen, verfolgten Jüdinnen und Juden und Kriegsgefangenen. Ganz banal: Helmut Himpel war ein Zahnarzt. Juden und Jüdinnen in Berlin durften nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Also ging er zu seinen Patienten im Raum Charlottenburg-Wilmersdorf und hat sie zu Hause behandelt. Abends, nach seiner Praxiszeit. Andere bereiteten die Herstellung und Verbreitung von Flugschriften vor. Nochmal, das Informationsmonopol des Reichspropagandaministeriums sollte gebrochen werden. Im Kreis um Schulze-Beusen wurde im Winter 1941 eine Flugschrift, die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk mit Vorstellungen zur Beendigung des Krieges. Und für eine politische Neuordnung Deutschlands schon entworfen. Und da hieß es ganz klarsichtig: Zitat, ein Endsieg des nationalsozialistischen Deutschland ist nicht mehr möglich. Januar, Februar 1942. Ein Endsieg des nationalsozialistischen Deutschland ist nicht mehr möglich. Ein Jahr vor Stalingrad und zu einer Zeit, als das nationalsozialistische System auf seinem Höhepunkt war. Und man folgte auch hier nicht dem alten kommunistischen Muster, irgendwelche Flugblätter zu verteilen, sondern gezielt wurden aus Telefon- und Adressenverzeichnissen Menschen herausgesucht, deren berufliche oder gesellschaftliche Position ein Gespür oder ein Interesse für regimekritische Informationen der Gruppe erwarten ließ. Dazu gehörte der Bruder von Hitler, dazu gehörte Staatssekretär Freisler, viele Fahrämter und ähnliches. Also heute würden wir sagen, ein prominenten Mailing ist dort äh, gemacht worden an dieser Stelle. Und die Gestapo erfasste im Februar 1942 über 260 Flugschriften. Das sind nur die, die erfasst wurden. Und stellte die Ermittlungen doch bald darauf als aussichtslos ein. Es gibt Berichte unter anderem auch von Helmut Roloff, wie diese Flugblätter entsprechend hergestellt worden sind, dass natürlich mehr als 260 auch verschickt worden sind. Aber dass die Polizei so viele erfasste, das war kein Wunder. Denn auch diejenigen, die regimekritisch waren, lasen die Flugblätter zwar, aber woher konnten sie denn wissen, dass es nicht die Gestapo war, die ihnen diese Flugblätter in den Briefkasten getan hatte? Und darum lieferten auch sie natürlich die Flugblätter dann entsprechend bei der Polizei ab. Die Öffentlichkeit sollte, und das haben sie sonst nur bei der weißen Rose, die Öffentlichkeit sollte über die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen informiert und zu aktivem und passivem Widerstand aufgefordert werden. Jon Sieg und Adam Kurkow verfassten offene Briefe an die Ostfront und sie schilderten daran ausführlich nationalsozialistische Gewaltverbrechen. Detailliert beschreibt dieser fiktive Brief Massenmorde an der Zivilbevölkerung. Darunter die Erschießung einer Familie, die ein kleines Töchterchen noch im Moment der Exekution ihre Puppe holt. Diese Flugschrift, aus der die Sprachkraft des Dramatikers Adam Kukow, aber auch die detaillierte Kenntnis der Verbrechen deutlich erkennbar sind, ist eines der beeindruckendsten Dokumente des deutschen Widerstandes und benennt die Vielzahl der Mittäter. Zitat: Das furchtbarste ist nur dies, dass Hitler es fertiggebracht hat eine unzählige Menge an sich rechtschaffender Menschen zu besudelten Komplizen seiner Verbrechen zu machen. Dass Hitler es fertiggebracht hat, eine unzählbare Menge an sich rechtschaffender Menschen zu besudelten Komplizen seiner Verbrechen zu machen. Sommer 1942, als das geschrieben wird. Welche Klarsicht, ich kann jetzt nur noch fast in Sarkasmus verfallen, dieser kommunistischen Spione. Nein, sie waren alles andere. Die Vorstellung, an einer inneren Front zu stehen, gab einer mehrfach erscheinenden Untergrundzeitschrift ihren Namen. Und auch hier wieder etwas ganz anderes, denn hier etwa wandten sich die Texte nicht nur an deutsche, sondern auch an ausländische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene. Es wurden teilweise Texte ins Französische übersetzt und auch weitere Kontaktversuche zu französischen äh, Kriegsgefangenen äh, gemacht. Zitat. Jeder muss Sorge tragen, dass er, wo immer er es kann, das Gegenteil von dem fordert, das Gegenteil von dem tut, was der heutige Staat von ihm fordert. Wir müssen uns und andere herausreißen aus dem Sumpf der Lüge und des feigen Zweckoptimismus, in den uns die Herren des Dritten Reiches hineingezogen haben. Zitat Ende. Die Aktionen wurden offener, waren aber wegen des damit verbundenen Risikos in der Gruppe nicht unumstritten. 80 Jahre zuvor, in der Nacht vom 17. auf den 18. Mai, tauchten in mehreren Berliner Bezirken Klebezettel auf, die gegen die große nationalsozialistische Propaganda-Ausstellung, das Sowjetparadies, ein Riesending im Lustgarten, extra für diese Propagandastellung aufgebaut. Und diese Klebezettel hatten dann den Text: Zitat, ständige Ausstellung, das Nazi-Paradies, Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo, wie lange noch? Zitat, Ende. Und die wurden von den Männern und Frauen der Gruppe geklebt, die als Liebespaare getarnt waren, sich einander umarmten und einer klebte dann hinter dem anderen den Klebezettel an. Auch dieses Mal fasste die Gestapo die Urheber nicht. Das heißt also, die Gruppe hat hier in Berlin im Jahr 1942 in der Tat sehr viele Aktionen unternommen. Im August 1942 war es dann der deutschen Funkabwehr und der Gestapo möglich, die Funksprüche, die nach Brüssel gesandt worden waren und die eben hier Anschriftenteile in Berlin enthielten, zu entschlüsseln. Und seit dem 31. August erfolgten dann die Festnahmen vieler der Beteiligten, die Verhandlungen vor dem Reichskriegsgericht und die Vollstreckungen der Todesurteile im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee. Liane Berkowitz, die ich eben vorhin auch erwähnt habe, die wurde beispielsweise nur hingerichtet weil sie an der Klebeaktion am 17. und 18. März teilgenommen hatte. Ihr todeswürdiges Verbrechen war, etwa 50 Klebezettel geklebt zu haben. Alles andere konnten ihr Gestapo und Reichskriegsgericht nicht nachweisen. Auf der Tafel unten sehen Sie die Namen aller Menschen, die im Zusammenhang mit der Berliner Roten Kapelle ihr Leben verloren. Und das ist jetzt die vierte Ausstellung, die die Gedenkstätte Deutscher Widerstand in den letzten 30 Jahren zur Roten Kapelle zeigt. Das waren sowohl Übersichtsausstellungen, Wanderausstellungen, aber auch biografisch orientierte Einzelausstellungen, etwas zu Libertas Schulze-Beusen, zu Philipp Schäfer oder zu Oda Schottmüller. Und die heutige eröffnete Ausstellung geht einen anderen Weg. Sie lässt die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sprechen. Stefan Roloff hat das Notwendige dazu gesagt und ich weiß, dass er es, nicht nur so mit leichter Hand gesagt hat, sondern dass eine sehr lange und auch jahrzehntelange intensive Beschäftigung mit dem Thema dahintersteht und wie ihm das ans Herz gewachsen ist. Meine Kolleginnen Stefanie Steinbach, Michaela Hofmann und ich haben diese unmittelbaren Zeugnisse durch eine kleine Dokumentation Lebenswege im Widerstand ergänzt. Georg Engels hat dies mit seinem Team in eine sensible und angemessene, sehr schöne Form gebracht. Und hier werden in Ergänzung zur Ausstellung, aber nicht im Kontrast zu ihr, noch einmal exemplarisch die Vielfalt der sozialen und politischen Milieus, die unterschiedlichen weltanschaulichen Voraussetzungen und die vielfältigen Widerstandsformen der Roten Kapelle deutlich. Ich bin heute auch gefragt worden, 80 Jahre danach, ist das denn noch notwendig? Ja, aus meiner Sicht ist es. Notwendig, kann ich gar nicht anders sagen. Und wir werden in den nächsten Monaten, dass Sie nicht denken, das sei ein einzelnes Ereignis, wir werden in den nächsten Monaten, und dazu werden wir Sie auch einladen, neue Publikationen zu Liane Berkowitz und Friedrich Rehmer, zu Cato Bonchis van Beek, zu Herbert Engelsing vorstellen. Zwei weitere Doppelbiografien über Kurt und Elisabeth Schumacher sind in Vorbereitung, ebenso wie eine über Rose und Bodo Schlösinger. Und all das wird, so hoffen wir, dazu beitragen, die Rote Kapelle endgültig aus jenem Zwielicht zu befreien, in das sie vor 1945 die Nationalsozialisten tauchten und das nach 1945 eben Nachrichtendienste in Ost und West noch verstärkt haben. Das ist ein langer Weg. Herr Senator, Sie haben darauf hingewiesen, dass sich niemand bei den Angehörigen entschuldigt hat und wie schwierig es für die Angehörigen gewesen ist nach 1945 in Ost wie West diesen Dingen ausgesetzt zu sein. Der jüngere Bruder von Arvid Harnack, Falt Harnack, war künstlerischer Direktor der DEFA in den ersten Jahren. Er ging nach ideologischen Auseinandersetzungen aus dem Osten weg, 1952, 1953. In den 60er Jahren wurde er dann sowohl von amerikanischen Nachrichtendiensten überwacht, als auch das Ministerium für Staatssicherheit schickte ihm an seinen Westberliner Wohnsitz Leute hinterher, die in seiner Dahlemer Umgebung dann die Nachbarn befragten. Wundert es da, dass es so viele Verletzungen gegeben hat? Wundert es da, dass es so lange gebraucht hat? Jetzt, 80 Jahre danach, kann man wirklich sagen, die Rote Kapelle ist ein integraler Bestandteil des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Und wenn Sie gefragt werden, was ist denn das Besondere an der Roten Kapelle, können Sie immer sagen, die Vielfalt der Männer und Frauen und Donnerwetter. Das war ja eine Gruppe, die wirklich etwas gegen die Nationalsozialisten gemacht hat. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben jetzt die Gelegenheit, eine Etage tiefer die Ausstellung uns anzusehen. Fünf Ausstellungselemente, eine kleine ergänzende Dokumentation. Wenn es Ihnen heute dafür zu warm sein sollte oder Sie das Gefühl haben, es sind zu viele Menschen dabei, die Ausstellung wird, wenn sie technisch durchhält, bis Dezember bei uns zu sehen sein und wird noch mit einer Vielzahl von Veranstaltungen ergänzt werden. Jetzt aber lade ich Sie zu einem gemeinsamen Gang ein und ich weiß, dass Stefan Roloff gerne bereit ist, Ihre Fragen zu beantworten. Ansonsten wäre mein Rat... Kommen Sie auch irgendwann, auch wenn Sie es heute angesehen haben, in Ruhe wieder. Die Dinge sind lesenswert. Wir haben alle Interviews transkribiert. Meine Kollegin Michaela Hoffmann hat die Redaktion eines sehr schönen Katalogbandes gemacht, in dem auch Stefan Roloff seine eigene Arbeit noch einmal bestreibt, den Sie unten... Äh, Pardon, den Sie unten am Empfang für 15 Euro erwerben können. Diejenigen, die unter Ihnen, die den Film von Stefan Rohloff noch nicht äh, haben, können dort auch den Film noch für 10 Euro erwerben. Obwohl mir von jüngeren Kolleginnen gerade gesagt wurde: Mein Gott, wer hat denn heute noch einen DVD-Spieler? Trotzdem, wenn Sie einen haben, nutzen Sie es. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen noch einen angenehmen Nachmittag. Vielen Dank.